Hallo, heute geht es um lesenswerte Bücher aus Slowenien. Slowenien ist dieses Jahr Ehrengastland der Frankfurter Buchmesse und in dem Rahmen drehe ich dieses Video auch. Das Format ist vielen von euch sicherlich nicht neu, es gab es auf meinem Kanal schon einige Male. Diesmal allerdings entsteht das Video in Zusammenarbeit mit dem Gastland, mit Slowenien, worüber ich mich riesig freue, denn so hatte ich das ganze Jahr über auch die Gelegenheit, mich intensiver mit der slowenischen Literatur auseinanderzusetzen und habe dabei einige wirklich tolle Bücher entdecken können, über die ich in diesem Video eben auch gerne sprechen möchte. Sechs Romane sind es insgesamt, ein Essay und zwei Kinderbücher. Und damit fangen wir einfach an. Ich fange an mit Kronos erntet von Moitza Komatei. Das ist ein historischer Roman über die Gegenreformation im 16. Jahrhundert. Es sind düstere Zeiten, die Menschen sind gebeutelt von der Pest, von den Kriegen, von den Glaubenskämpfen und zugleich muss das Volk eben auch Hexenverbrennungen und Golems und Teufelswerke durchstehen oder eben auch mitverantworten, je nachdem. Also einerseits sind die Menschen damals natürlich sehr abergläubisch, aber auf der anderen Seite spielen bei diesen Dingen natürlich auch Missgunst und Neid eine Rolle, ne? Das lässt Menschen ja auch schlechte Entscheidungen treffen. Manche Figuren in diesem Roman auf jeden Fall sehen in der Neigung zum Aberglauben eine Chance gekommen, die sie für sich nutzen wollen, indem sie irgendwelche Lügengeschichten erzählen. Andere Figuren hingegen appellieren an die Vernunft und manche rebellieren sogar regelrecht gegen die Hetze und die Unterdrückung. Wir lesen hier aber nicht nur, was sich so alles im Volk ereignet, sondern auch auf den Herrschaftsebenen. Der Fürstbischof Wolfgang nämlich besucht hier seinen alten Freund Graf Friedrich. Und die zwei sind, das sind echt zwei Charaktere, vor allem Wolfgang. Er ist überhaupt gar nicht so gläubig, wie man es von einem Bischof erwarten sollte, würde. Dafür aber ist er der geborene Schwätzer. Also seine Schwadroniererei dauert und manchmal ist es wirklich sehr amüsant, ihm zu folgen. Manchmal wird es auch sehr nervig. Man kennt ja so Menschen auch, ne? Also irgendwie, die nehmen dann auch sehr viel Platz ein. Außerdem ist Wolfgang auch unfassbar kaltherzig und berechnend. Also kurz gesagt, er ist echt kein angenehmer Kamerad, aber dafür als Figur wirklich unfassbar glaubwürdig. Sein Gastgeber und früherer Freund Friedrich fühlt sich auf jeden Fall von Wolfgang abgestoßen, verständlicherweise. Irgendwann dann verlangt Wolfgang von Friedrich einen Hexenprozess, weil er das Volk wieder auf die richtige Spur bringen möchte. Der Bürgermeister zumindest kann dann dafür sorgen, dass diesem Hexenprozess ein anständiger Richter vorsitzt. Und dieser Richter macht während des Prozesses auch wirklich auf teilweise auch sehr amüsante Weise deutlich, wie absurd dieses ganze Verfahren ist. Aber die Mehrheit möchte diese Frau trotzdem auf dem Scheiterhaufen brennen sehen. Wie die Wege und Schicksale dieser und noch vieler anderer Figuren dann hier zusammengeführt werden, ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Ich hoffe, dass jetzt bei dieser Zusammenfassung auch deutlich wurde, dass neben diesen wirklich schweren Themen und dieser düsteren Stimmung auch trotzdem noch so etwas Heiteres, so ein Humor und Witz in diesem Buch steckt, was das Ganze auch so ein bisschen ausgleicht. Das gefiel mir ganz gut. Was mich aber sogar noch mehr begeistert hat an diesem Roman, ist die Stimme des Volkes, die Stimme des Kollektivs. Wie die Autorin, die sich hier in der Geschichte eingebunden hat und wie sie sie überhaupt hat entstehen lassen, das fand ich wirklich großartig. Also damit ist gemeint eine Stimme, die alle Meinungen, Befürchtungen, Ausreden und Schuldzuweisungen der Mehrheit des Volkes in sich vereint und hier eben als eine Stimme wiedergegeben wird. Manchmal tatsächlich kommt diese Stimme des Kollektivs erst einmal sehr unbemerkt daher und es dauert einen Moment, bis man feststellt, wessen Perspektive hier eigentlich gerade vermittelt wird. Und das fand ich so genial und auch wirklich so, so gut gemacht, nicht nur handwerklich, sondern dadurch zeigt die Autorin eben auch sehr gut auf, wie sich bestimmte Ansichten und Überzeugungen im Volk verbreiten können. Erst so ein bisschen unterschwellig und diffus, dann aber immer lauter und drängender.
ein bekanntes Phänomen, aber wie das hier veranschaulicht wird, fand ich wirklich klasse. Insgesamt hat mir das Buch sehr, sehr viel mehr geben können, als ich anfangs dachte. Und es liegt natürlich auch nicht zuletzt daran, dass es nicht in Anführungsstrichen nur um Glaubenskämpfe geht, sondern darüber hinaus oder daneben auch noch um viele andere Sachen. Es stecken eben zwischen den Zeilen auch noch ganz viele andere Sachen drin, wie eine Gesellschaft funktioniert, wie sie geleitet wird, wie sie beherrscht wird und noch so vieles mehr. Also es ist wirklich eine kleine Fundgrube, wie ich finde. Und es hat zwar die ersten paar Seiten ein wenig gedauert, aber dann hat mich das Buch wirklich richtig gepackt. Ich fand es, also es hat mich nachdenklich gemacht auf jeden Fall. Wie gesagt, es gab viel zu entdecken. Es hat mich stellenweise auch erschüttert. Ich fand es aber auch sehr unterhaltend, insbesondere die Dialoge, aber nicht nur. Stellenweise fand ich es auch ein bisschen herausfordernd, aber nicht zu sehr. Also ich fand das eine wirklich richtig packende Mischung. Ich hatte wirklich sehr, sehr viel Freude damit und mache es jetzt kurz. Wenn es nach einem Buch klingt, das euch interessiert, kann ich es wirklich nur empfehlen. Es geht weiter mit Verpuppt von Anna Marwan. Ich hatte schon in einem meiner Lesemonate über dieses Buch gesprochen. Es ist ein Buch, wo die Grenzen von Orten und Zeiten und Perspektiven verschwimmen. Und zwar habe ich am Anfang des Buches gedacht, dass es hier um einen Mann namens Jess geht, stellt sich aber bald heraus, dass es hier eigentlich um Rita geht. Also auch da verschwimmt alles. Anders ausgedrückt, Rita, die zu Beginn in der Geschichte von Jess eine literarische Nebenfigur war, entpuppt sich bald als Hauptfigur und Erzählerin der Geschichte. Ich fand es echt spannend, dass hier sogar mit den literarischen Rollen so gespielt wird. Es gibt auch einen Grund dafür, aber darauf gehe ich etwas später ein. Rita befindet sich hier auf jeden Fall entweder in der psychiatrischen Anstalt oder aber sie arbeitet hier im Ministerium in der Abteilung Raumfahrt. Auch hier ist beides möglich, nichts ist auszuschließen. Rita ist auf jeden Fall sehr intelligent, aber auch sehr eigenbrötlerisch. Sie hat auch ein wirklich sehr, sehr feines Gespür dafür, wie Menschen ticken und auch der Umgang mit Sprache liegt ihr sehr. Sobald sie aber mit anderen Menschen zu tun hat, gehen ihr diese Begabungen verloren. Die kann sie dann irgendwie nicht mehr abrufen. Sie kann generell nicht so gut mit Menschen. Ihr allergrößtes Talent aber liegt im Erfinden und im Täuschen. Sie täuscht hier nicht nur sich selbst, sondern auch andere Figuren. Das heißt also, dass hier auch die Grenzen zwischen Realität, Vorstellung, Fantasie und bewussten Täuschungen verschwimmen. Und deswegen eben auch am Anfang des Buches diese Verwirrung mit Jess, ne, wo Rita die Rollen so tauscht. Im Grunde aber versucht Rita durch diese Gedankenspiele sich selbst zu entdecken. Sie möchte verstehen, wie andere sie sehen und wie sie sich durch die Augen anderer Menschen sehen würde. Und das tut sie eben, um sich selbst zu definieren, um sich selbst näher zu kommen und um ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Ich fand das unfassbar spannend, also diese Herangehensweise an das Thema Erwachsenwerden und Identitätsfindung fand ich wirklich sehr, sehr neuartig. Es ist allerdings, finde ich, auch ein Buch, das seine Zeit braucht. Es ist schon ein bisschen herausfordernd, wie ich persönlich finde. Aber wenn man sich dann die Zeit lässt und sich eben auch auf diese Gedankenexperimente von Rita einlässt, wird man auch belohnt. Also ich fand's wirklich erfrischend anders und ja, hat mir wirklich gut gefallen. Weiter geht es mit einer harten Kost und zwar Batseba von Stanka Chrastelli. Das ist eine Nacherzählung der biblischen Geschichte über Batseba und König David. Also jetzt nur ganz, ganz kurz grob zusammengefasst. Batseba ist verheiratet mit einem Soldaten, der gerade im Krieg kämpft. Als König David Batseba sieht, möchte er sie verführen, was er dann auch tut. Batseba wird schwanger. Als König David das erfährt, lässt er ihren Ehemann aus dem Krieg kommen und zu ihr bringen, sozusagen, um ihrem Ehemann dann sein Kuckuckskind unterzujubeln. Aber der Plan geht nicht auf. Und deswegen lässt König David den Mann von Batseba auf hinterhältige Art und Weise umbringen,
und heiratet Bathseba. Also so, das ist nur so grob zusammengefasst. Ne? So ähnlich verhält es sich auch in dieser Nacherzählung. Allerdings spielt das Ganze in der Gegenwart und hier ist es Bathseba, die König David verführt. Es ist also im Grunde genau umgekehrt, aber es gelingt ihr und auch in dieser Geschichte wird ihr Mann aus der Welt geräumt. Sie heiratet König David, wird Königin und verschafft sich damit auch einen Status, finanzielle Sicherheit, auch eine gewisse Macht und in ihren Augen zumindest auch Unabhängigkeit. Aber ihr schlechtes Gewissen wird sie trotzdem nicht los. Und deswegen stürzt sie sich in die Arbeit. Sie wird auch eine sehr erfolgreiche Unternehmerin. Außerdem muss sie sich eben auch noch in ihrer Rolle als Königin und öffentliche Person zurechtfinden. Also sie lenkt sich wirklich gut ab mit unheimlich viel Arbeit. Aber es reicht nicht. Und es sind auch nicht nur Schuldgefühle, die sie plagen, sondern sie wird auch zerfressen von einer ordentlichen Portion Selbsthass. Und das ist eine Abwärtsspirale, die wirklich immer und immer schlimmer wird. Das ist wirklich ein schwarzes Loch ohne Boden. Und so fängt sie dann eben auch bald an mit selbstzerstörerischem Verhalten. Beispielsweise durch Essstörungen, dann fügt sie sich auch selbst Verletzungen zu und dann will sie sich regelrecht selbst bestrafen und dann auch bestraft werden und auch gedemütigt werden, insbesondere von Männern. Und sehr viel mehr möchte ich dazu gar nicht ausführen. Die Frage ist letztlich, wie es weitergehen wird, ob Bathseba es schaffen wird, aus dieser Dunkelheit und aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Oder ob tatsächlich der Selbsthass siegt. Es ist wirklich keine leichte Kost, das zu lesen, was Bathseba sich hier antut und auch antun lässt, ist wirklich grausam. Die Lektüre wurde für mich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt leichter, weil das Ganze mit wirklich wenigen kurzen Sätzen sehr knapp, aber wirklich hart, unverblümt und direkt beschrieben wird. Und für mich wirkt es zumindest auch so, als würde so ein bisschen etwas Zynisches oder Sarkastisches manchmal mit drinne stecken. Oder aber es liegt wirklich daran, dass es irgendwie so ein bisschen sachlich, trocken beschrieben wird und dadurch eben auch so ein bisschen distanziert wirkt. Es ist aber wirklich, wirklich beeindruckend, wie die Autorin es schafft, mit so wenigen Sätzen, mit so wenigen Worten einen so krassen Effekt und so eine krasse Wirkung hervorzurufen. Also das ist, also wirklich, ich habe nichts Vergleichbares bislang gelesen. Ich habe ehrlich gesagt ziemlich lange gebraucht, um diese 120, 130 Seiten zu lesen, weil es mich wirklich stark mitgenommen hat. Das spricht ja eigentlich auch wirklich nur für das Buch. Aber es ist, ich muss es noch einmal sagen, es ist wirklich keine leichte Kost. Und deswegen, je nach Gemütszustand oder je nach Geschichte vielleicht auch mit Vorsicht zu genießen. Muss man auf jeden Fall vorher schauen. Aber wenn man sich traut, dann sollte man es auf jeden Fall wagen. Es ist eine Geschichte, eine wirklich interessante Neuinterpretation einer biblischen Geschichte, insbesondere hier eben auch aus der Sicht einer Frau und eine Geschichte, die sehr in der modernen Zeit angesiedelt ist. Da gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken. Es ist auf jeden Fall unumstritten ein Buch, das nachhalt, das man nicht einfach so beiseite legt und sagt, oh ja gut, okay, next. Wie gesagt, wenn man sich traut und wenn man mit diesen Themen eben auch kann, dann sollte man es vielleicht versuchen. Es geht weiter mit 100 Jahre Blindheit von Roman Rosina. Das ist eine Familiensaga und zugleich auch ein gesellschaftliches Panorama des 20. Jahrhunderts. Es beginnt im Jahre 1900 und spielt in einem kleinen Dorf in Slowenien. Besser gesagt in einem kleinen Bergwerksdorf. Uns wird hier die Familiengeschichte der Knaps erzählt. Die Knaps sind ursprünglich Bauern, müssen hier aber eher notgedrungen als freiwillig ihren Bauernhof verkaufen. Und sie ziehen dann, ebenso wie alle ihre Nachbarn zuvor auch schon, ins Tal, um im Bergwerk zu arbeiten. Der Roman beginnt mit der Geburt des fünften Kindes der Knaps, Mattia. Mattia ist blind. Und die Geschichte endet 100 Jahre später mit seinem Tod. Wir folgen in dieser Geschichte
mehreren Generationen. Die Hauptfigur ist aber dennoch der blinde Mattia. Seine Blindheit übrigens schränkt ihn zwar einerseits sehr stark ein, andererseits aber ist er dafür umso empfänglicher für bestimmte Feinheiten und Nuancen, die anderen entgehen. Er beobachtet sein Umfeld natürlich auch auf eine ganz andere Art und Weise und unter anderem deswegen ist er wohl auch der perfekte Chronist für diese Geschichte. Trotzdem aber möchte er so selbstständig wie nur möglich sein und das gelingt ihm auch in einigen Bereichen seines Lebens. Und das haben übrigens alle Knapps gemein. Sie sind auf ihre Art und Weise alle Kämpfer, leidenschaftliche Kämpfer für ihre eigenen Überzeugungen. Und das bringt mich eigentlich auch schon zum nächsten Punkt, denn neben Mattia stehen insbesondere seine 4 Geschwister im Vordergrund. Seine älteste Schwester zum Beispiel wird aktive Feministin, seine andere Schwester gibt sich voll und ganz und voller Hingabe dem Glauben hin. Und Mattia hat auch 2 Zwillingsbrüder und die Geschichte der 2 Brüder spielt eine sehr, sehr große Rolle in diesem Roman und die finde ich auch unfassbar spannend und auch sehr bewegend. Denn die Zwillinge als Kinder ein Herz und eine Seele entwickeln sich im Alter oder als Erwachsene eben in völlig andere Richtungen. Und insbesondere ihre politischen Ansichten entzweien sie. Das heißt, Ludwig, ein Zwillingsbruder, wird Arbeiter, er arbeitet für das Bergwerk und ist insbesondere ein aktiver, überzeugter Sozialist. Sein Zwillingsbruder Aloisi entwickelt schon sehr früh eine große Leidenschaft für Wissenschaften und dieses Interesse an den Wissenschaften bringt ihn später eigentlich eher in die Rolle eines Industriellen. Es sind also 2 völlig gegensätzliche Lager, die hier aufeinandertreffen mit den Brüdern. Und was das macht mit ihrem Verhältnis, aber auch mit der Familie, das ist nicht nur wirklich super interessant nachzulesen, sondern an vielen Stellen auch wirklich unheimlich bewegend. Ich denke, damit ist eigentlich auch schon ganz deutlich gemacht, dass die Figuren hier die verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen und Dynamiken aufzeigen, die während des 20. Jahrhunderts vorherrschten. Das heißt, es geht in diesem Buch neben dieser wirklich super interessanten Familiengeschichte eben um den Aufschwung der Industrialisierung und die Arbeiterkämpfe, aber auch um Kriege, um Krisen, um Loyalitäten. Ich fand es echt stark. Die Blindheit spielt natürlich nicht nur in Bezug auf die Figur Mattia eine Rolle, sie zieht sich auch metaphorisch durch das Buch. Das hätte im schlimmsten Fall auch schief gehen können, tut es aber nicht. Also es ist weder kitschig noch zu bedeutungsschwanger, überhaupt gar nicht. Es hat, also für mich zumindest, hat es auch sehr, sehr gut reingepasst im Verhältnis. Und es war einfach wirklich eine große Freude, dieses Buch zu lesen. Es geht weiter mit 18 Kilometer bis Ljubljana von Goran Vojnovic. Das ist eigentlich der Nachfolgeroman zu Čefurin raus. Man muss Čefurin raus aber nicht unbedingt gelesen haben, um dieses Buch zu verstehen. Es funktioniert also auch wirklich sehr gut als alleinstehender Roman. Es geht hier auf jeden Fall um Marco. Marco ist ein Čefur. Ich werde an dieser Stelle das Wort wirklich nur sehr, sehr kurz und sehr allgemein erklären. Der Begriff Čefur wird verwendet von echten Slowenen für die Zugezogenen aus den anderen Republiken Ex-Jugoslawiens. Und zwar völlig unabhängig davon, ob diese Menschen in Slowenien geboren wurden oder nicht. Wie gesagt, das an dieser Stelle wirklich nur sehr, sehr kurz. Marco also ist ein Čefur. Er ist serbisch-bosnischer Herkunft. Und ja, er wurde von seinen Eltern vor 10 Jahren zu Verwandten nach Bosnien geschickt, weil er mit seinen Freunden in einer Schlägerei verwickelt war. Hier nun in diesem Roman kehrt er mit Mitte 20 wieder nach Slowenien zurück. Und zwar, genauer gesagt, nach Fušine, das ist ein Stadtteil in Ljubljana, wo sehr viele Čefuren leben und wo auch Marco aufgewachsen ist. Der Grund für seine Rückkehr ist offiziell zumindest, weil sein Vater an Krebs erkrankt ist. Es gibt aber noch einen anderen Grund, von dem in Slowenien aber niemand weiß. Und ja, nun ist er also wie gesagt zurück und er erkennt Fušine nicht wieder.
Man muss feststellen, dass sich unheimlich viel verändert hat. Früher ging es dort einfach sehr grob und laut zu. Und heute sind die jungen Leute aber eher ruhig. Alle hängen nur noch an ihren Handys. Sogar die Aufzüge sind nicht mehr beschmiert. Die Böden sind sauber. Und das alles irritiert Marco sehr. Und stellt sich dann auch bald heraus, dass er sich eigentlich mit dem Bild, mit der Rolle des Chefuren immer zu identifiziert hat oder vielleicht eher identifizieren musste. Und das Bild ist nun weg. Das Fuschine ist nun weg. Er findet seinen Platz nicht mehr in der Gesellschaft. Und das Ganze wird noch erschwert, weil er dann auch noch feststellen muss, dass seine alten Freunde und ihn nichts mehr verbindet. Auch mit von ihnen hat er sich sehr stark entfremdet. Der eine Freund beispielsweise ist drogenabhängig, der andere ist etwas. Also er wird sehr schnell aggressiv beispielsweise oder versucht Marco auch davon zu überzeugen, dass das Leben im Gefängnis eigentlich dem Leben in Freiheit vorzuziehen ist. Und der dritte gute Freund in ihrer Gruppe versucht, sich ein stabiles Leben aufzubauen, wird deswegen aber von seinen Freunden gehänselt, weil es dann heißt, er versuche ein Slowene zu werden. Also auch da passt Marco einfach nicht mehr rein. Diesbezüglich gibt es in diesem Buch wirklich einige sehr bewegende Momente, die meist eigentlich auch gar nicht so offen auf dem Silbertablett serviert werden, aber trotzdem sehr deutlich und spürbar sind. Also beispielsweise auch Momente, wo Marco dann darüber nachdenkt, welche Chancen er verpasst hat. Und insbesondere, wenn man dann versucht, herauszufinden, weshalb er sie verpasst hat, ob er noch eine Perspektive für sich findet oder nicht. Das lasse ich an dieser Stelle selbstverständlich offen. In jedem Fall aber, es ist ein echt starkes Buch über Überforderung und über die Identitätssuche eines Außenseiters in der Gesellschaft. Und subtil, aber trotzdem deutlich erkennbar wird auch das psychologische Dilemma, in dem er sich hier befindet. Und das fand ich auch sehr, sehr interessant. Trotz der Schwere des Themas, aber es ist dennoch ein wirklich auch sehr witziges und lustiges Buch. Es steckt wirklich viel Humor auch hier drinnen, nicht zuletzt deswegen, weil Marco auch sehr schlagfertig ist. Und ja, apropos, auf die Sprache sollte ich unbedingt noch zu sprechen kommen, denn es geht hier wirklich derb und offen und direkt und unverblümt zu. Also es wird auch geflucht, es fallen auch mal sexistische oder anderweitig unangemessene Begriffe. Also darauf sollte man sich wirklich schon vorher einstellen. Aber das ist einfach Marcos Sprache. Und das macht es für mich eben auch sehr authentisch. Sollte man dennoch vorher wissen, denke ich, schadet nicht. Also es wird ordentlich geflucht. Aber ich fand's wirklich gut und auch sehr, sehr interessant. Und auch augenöffnend, denn für uns hier in Deutschland ist das Ganze jetzt auch nicht so fremd. Also es gibt schon auch einige Parallelen zu unserer Gesellschaft. Insofern finde ich es auch sehr, sehr wichtig, mal in diese Perspektive zu schlüpfen. Und ja, also auch deswegen, nicht nur, aber auch deswegen sehr lesenswert. Wir machen weiter mit Verfluchte Misteln von Natascha Kramberger. Kramberger ist Schriftstellerin und lebt in Berlin. Hier in diesem Roman nun übernimmt sie den Bauernhof ihrer Mutter in Slowenien. Sie möchte Biolandwirtin werden. Allerdings hat sie keinerlei Erfahrung in Landwirtschaft. Also sie springt echt ins kalte Wasser, probiert herum, versucht sich das Wissen anzueignen, gibt sich auch wirklich alle Mühe, aber die Natur ist unvorhersehbar. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass sie eben auch noch einen anderen Job hat und ständig zwischen Berlin und Slowenien hin und her pendeln muss. Und außerdem gibt es da auch noch die Ämter und da habe ich sogar beim Lesen schon echt Zustände bekommen mit all den Regelungen und Formularen und es ist irgendwie endlos. Und als wäre das alles nicht genug, wird sie in Slowenien auch noch von ihren Nachbarn, von den anderen Bauern belächelt. Niemand traut es ihr wirklich zu. Und hier in diesem Roman beschreibt sie eben ihre Erfahrung, wie sie sich da durchgeboxt hat und dass sie immer wieder an den Rand der Verzweiflung geraten ist, fast die Hoffnung verloren hat und all der Frust bei den ganzen Anstrengungen. Und trotzdem
gibt sie nie auf und arbeitet trotzdem immer weiter. Nach jedem Rückschlag kommt sie wieder auf die Beine. Man fühlt einfach wirklich mit durch die schweren Zeiten und feiert es aber auch ab, wenn sie sich dann halt trotzdem wieder durchbeißt und so. Also mich hatte das Buch wirklich sehr mitgenommen. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend, all diese Eindrücke zu erhalten. Und außerdem erzählt sich hier natürlich auch über die Zeiten, die sie nicht auf dem Land, sondern in der Stadt verbringt. Also beispielsweise auch unterwegs ist zu einem Fernsehauftritt oder bei Lesungen und so. Und da gibt es, also es ist sehr interessant, weil hier eben zwei ganz unterschiedliche Welten aufeinander prallen. Das einerseits, das war sehr interessant auch zu beobachten. Und andererseits ergeben sich eben genau dadurch manchmal auch unheimlich lustige Szenen. Also ich musste hier und da tatsächlich auch einige Male schmunzeln während des Lesens. Das ist natürlich auch immer sehr schön. Also ich hatte wirklich meine große Freude an diesem Buch. In Verfluchte Misteln also beschreibt Natascha Kramberger ihr erstes Jahr als völlig neue Ökolandwirtin. 7 Jahre sind seitdem vergangen und das führt mich jetzt auch schon zu Natascha Krambergers neuem Buch Mauerpfeffer. In diesem Buch geht es nämlich ebenfalls um ihren eigenen Biobauernhof. Allerdings weitet sich ihr Blick in diesem Essay auch. Es ist ein Essay. Und zwar schaut sie darin auch auf die Agrarindustrie und in diesem Zusammenhang auch auf den Klimawandel und das Artensterben. Ich habe leider keine Printausgabe, deswegen werde ich euch das Cover einfach hier so einblenden. In diesem Buch, wie gesagt, beschäftigt sich Natascha Kramberger mit der Landwirtschaft in einem sehr, sehr viel größeren Kontext. Aber nichtsdestotrotz beginnt erst einmal alles wieder mit ihrem eigenen Hof. Sie berichtet, wie sie sich wirklich alle Mühe gibt, die Landwirtschaft zu meistern. Beispielsweise hält sie sich ganz genau an den Aussaatenkalender. Sie liest viele Bücher. Sie versucht wirklich alles, um sich das Wissen anzueignen, aber nichts läuft nach Plan. Die Natur ist unvorhersehbar. Dann aber bekommt sie den Rat, sich auf ihr Land und die Natur wirklich einzulassen, sie zu beobachten und anhand dessen ihren ganz eigenen Kalender anzufertigen. Und das versucht sie dann auch und damit setzt bei ihr eigentlich ein Umdenken ein und sie bekommt oder entwickelt ein völlig anderes Verständnis für alles. Kramberger erkennt mit der Zeit immer deutlicher, dass und wie alles in der Natur miteinander verbunden ist und miteinander zusammenhängt und dass eben nicht alles mit Berechnungen und durch Kontrolle zu erzielen ist, sondern ganz im Gegenteil, dass man erst einmal die natürlichen Abläufe sehen und verstehen muss, um sich ihnen dann anzupassen, also um mit der Natur zusammenzuarbeiten, wenn man so möchte. Es gibt auch einige Beispiele an Erfahrungen und an Erlebnissen, die eben genau diese Verbundenheit und diese Ganzheitlichkeit, wie es in dem Buch auch genannt wird, veranschaulichen, die ich aber gar nicht erst versuchen werde, in eigenen Worten wiederzugeben, denn ich würde dem nicht gerecht werden. Mal abgesehen davon haben einige Beispiele mir mal wieder die Tränen in die Augen getrieben beim Lesen. So wie letztes Jahr die Rede von Natascha Kramberger bei der Pressekonferenz. Wie auch schon erwähnt, geht es in diesem Buch natürlich auch um das Artensterben und die Klimakrise. Das Buch beginnt übrigens auch mit einer schlimmen Dürre und endet dann mit den Überschwemmungen in Slowenien diesen Sommer. Und ja, all das führt immer wieder auch zu kritischen Betrachtungen der heutigen Agrarindustrie und der Produktionsweise der konventionellen Landwirtschaft. Und Natascha Kramberger zeigt da eben auch einige Probleme auf, zeigt aber auch auf, dass den Bauern zum Großteil auch einfach die Hände gebunden sind. In meinen Augen letztlich ist dieses Buch nicht nur, aber auch ein Plädoyer für das Umdenken, für eine Neubetrachtung der Landwirtschaft und sogar auch für eine Umstrukturierung. Und zwar im Einklang mit der Natur, wovon wir Menschen uns einfach mittlerweile auch sehr stark entfernt haben. Es gibt aber noch sehr, sehr viel mehr in diesem Buch zu entdecken. Themen, die ich an dieser Stelle nicht einmal angedeutet habe. Und deswegen, glaube ich, fällt es mir auch so schwer, diesem Buch gerecht zu werden, insbesondere auch, weil es in der heutigen Zeit so, so wichtig ist. Es ist ein Buch, das nachdenklich macht, das einen auch wirklich berührt und bewegt, das aber auch sehr aufschlussreich ist. Es ist ein Essay, das
erzählt, es bittet, es fordert, man spürt die Hingabe, die Leidenschaft und die Hoffnung und auch die Dringlichkeit zu erzählen in diesem Buch. Und all das ist unfassbar ansteckend. Und deswegen kann ich jetzt eigentlich abschließend nur sagen, wenn man sich auch nur ansatzweise einen Hauch für irgendeines dieser Themen interessiert, dann lest es. Insbesondere, weil wir durch Natascha Kramberger ein großes Geschenk haben, weil sie eben zwei Welten hier miteinander vereint und sich in beiden sehr gut auskennt und als Schriftstellerin ihre Beobachtungen auch wirklich so wunderbar vermitteln kann. Also sollte man dieses Geschenk auch nutzen. Bevor ich jetzt zu den zwei Kinderbüchern komme, möchte ich noch ganz schnell erwähnen, dass am Messe-Samstag, den 21. Oktober, eine Veranstaltung bei Open Books stattfinden wird, und zwar mit Natascha Kramberger, mit Goran Vojnovic und mit Roman Rosina. Falls es euch interessiert, dann schaut gerne in der Evangelischen Akademie um 20 Uhr vorbei. Und weil ich die Veranstaltung moderieren darf, worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue, dachte ich mir, verlose ich auch einfach Bücher. Und zwar einmal 100 Jahre Einsamkeit, einmal 18 Kilometer bis Ljubljana und einmal Mauerpfeffer, was mir noch nicht vorliegt. Für das Gewinnspiel schaut am besten einfach in die Infobox. Dort erfahrt ihr, bis wann ihr teilnehmen könnt, wann ihr die Benachrichtigung erhaltet und wie das Ganze abläuft. Kommen wir jetzt also zu den zwei Bilderbüchern. Ich hatte beide Bilderbücher in Slowenien während der Pressereise besorgt, als Andenken. Aber sie sind auch wirklich wunderschön. Das erste ist dieses hier von Maja Kastelic. Ich werde gar nicht erst versuchen, den Titel auf Slowenisch auszusprechen, denn ich kann kein Slowenisch bis auf die paar Worte und die Zahlen bis 10, was ich dort gelernt hatte. Aber das ist in diesem Fall auch überhaupt gar nicht nötig, denn bis auf den Titel ist es auch ein Bilderbuch ohne Worte. Dieses Buch ist allerdings auch schon auf Deutsch erschienen und der deutsche Titel lautet Luftigruß. Es ist eine Geschichte über einen Jungen, der auf der Straße eine Katze entdeckt, ihr dann folgt, in ein Gebäude hineingeht mit der Katze zusammen, dann die Treppen hinauf, dann in eine Wohnung hinein und dann immer tiefer in die Wohnung hinein und dann zu den Treppen, die hinaufführen auf den Dachboden. Und während der gesamten Strecke liegen immer wieder irgendwelche Bilder aus, die der Junge währenddessen auch aufsammelt. Und auf dem Dachboden dann also entdeckt der Junge ein Mädchen. Und dieses Mädchen hat all die Bilder, die er aufgesammelt hat, gemalt. Und dann machen sie aus den Bildern Papierflieger und übergeben sie dem Wind. Also wirklich eine sehr, sehr einfache, aber auch sehr süße Geschichte. Ich denke, insbesondere für kleinere Kinder sehr gut geeignet. Das zweite Bilderbuch ist ein wunderschönes, das ich in einem Lesemonat bereits gezeigt hatte. Ich hatte in diesem Video auch gesagt, dass ich auf jeden Fall noch näher auf die Besonderheiten dieses Buches eingehen möchte. Was ich zu dem Zeitpunkt leider noch nicht wusste, ist, dass dieses Buch nicht in Deutschland so einfach erhältlich ist. Das haben mir zwei Leute nach dem Video mitgeteilt, als sie sich das Buch dann selbst besorgen wollten. Und es tut mir wirklich unheimlich leid. Ich habe nicht daran gedacht, das vorher zu prüfen. Da ich das aber im Lesemonat angekündigt hatte, dass ich in diesem Video nochmal darüber sprechen werde, werde ich es tun. Aber jetzt wisst ihr zumindest Bescheid, dass es wohl scheinbar nicht so leicht ist, an dieses Buch heranzukommen in Deutschland, was wirklich sehr bedauerlich ist. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr vielleicht an dieser Stelle einfach eure Freude mit mir teilen könnt. Und zwar geht es um The Little Match Girl, ein Märchen von Hans Christian Andersen, hier illustriert von Polana Lovshin. Auf Deutsch heißt das Märchen Das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Besonders schön an diesem Bilderbuch finde ich, dass die Farben einfach wirklich so harmonisch zusammenspielen und die Bilder eine ganz, ganz besondere Atmosphäre vermitteln. Und was ich allerdings in Slowenien beim Kauf noch gar nicht wusste, dass hier sogar Ljubljana abgebildet ist. Erst war ich mir nicht so ganz sicher, hatte dann einen Verdacht, als ich die Brücke gesehen hatte. Dann aber, als ich auch noch die Burg gesehen hatte, war ich mir doch sicher. Und das macht dieses Bilderbuch für mich eigentlich zu etwas ganz, ganz, ganz Besonderem. Denn die Stadt, in der ich dieses Buch während einer wirklich unvergesslichen Pressereise gekauft habe, ist
hierin abgebildet. Also es ist eine doppelte Erinnerung für mich und auch deswegen hat es einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Das fand ich irgendwie sehr, sehr schön, zumal ich es auch gar nicht erwartet hatte, hier die Stadt Ljubljana wiederzusehen, in Anführungsstrichelchen. Das war auch sehr, sehr toll. Also wie gesagt, ich hoffe, dass ihr zumindest jetzt an dieser Stelle ein bisschen Freude an den Bildern hattet. Und ja, das sind die Bücher aus Slowenien, die ich sehr gerne gelesen habe und die ich euch empfehlen wollte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Teilt mir natürlich auch sehr, sehr gerne mit, ob ihr Bücher aus Slowenien gelesen habt und wenn ja, ob sie euch gefallen haben, ob ihr sie empfehlen könnt, welche Bücher von den heute gezeigten euer Interesse geweckt haben. Und ja, also lasst uns gerne austauschen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Und denkt natürlich auch daran, falls ihr bei dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet. Alle Infos in der Infobox. Ciao.